Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Isle mit Shirsa heute. Hallo. Mal wieder. Mona leider nicht am Start. Nächstes Mal wieder. Ich weiß gar nicht, wo habt ihr denn das letzte Mal aufgehört? Das ist die Frage aller Fragen. Wir hatten einen neuen Dino. Ah. Weil wir dann doch alle gestorben sind. Stimmt. Und ich weiß gar nicht, ob du dann direkt danach gleich raus bist. Und Mona und ich hatten irgendwie schon wieder den gleichen Dino dann genommen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir noch einen gemacht hatte. Ich glaube, ich habe mir noch einen, oder nicht? Oder nur vorbereitet? Ich weiß nicht, ich guck mal gerade. Mhm. Währenddessen mache ich schon mal meine Discord-Ankündigung. Ja. Naja, mal gucken, wie lange es heute lädt. Ist auch sehr hell. Ich glaube, in diesem Bildschirm habe ich gar nicht Dings da, Bums da. Die Korrektur drin, die Farbkorrektur. Oder ist das im Allgemeinen drin? Ich weiß nicht. Ich bin ein Dino. Das ist schön. Ich könnte mich aber nochmal umbringen und mir auch nochmal einen neuen Dino machen. Ja, ich weiß nicht, ob ich meinen Dino weitermachen möchte, weil der doch irgendwie ein bisschen komisch ist. Okay, wen hast du? Ich glaube, das war ein Sera oder so. Ein Sera, okay. Ich weiß nicht. Der gefällt mir nicht so ganz. Ja, der hat einen dicken Bauch. Und so. Der hat einen dicken Bauch, oh. Ja, der wirkt nicht so elegant wie die anderen Dinos, ich weiß nicht. Okay. Die Helligkeit hier rausmachen. Dafür den Kontrast ein bisschen erhöhen. Mal gucken, wie das hier so wird. Okay. Ja, was für ein Dino möchtest du denn lieber haben? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich vielleicht da nochmal versuche, einen großen und langen Dino zu züchten. Einen großen und langen Dino? Einen großen und langen Dino. Ein großer Dino, der lange braucht. Achso, ja. Ja. Ja, können wir natürlich auch machen. Dass man es doch vielleicht mal probiert. Mhm. Warum nicht? Dann müsste ich mich jetzt mal kurz umbringen. Und dann versuchen wir das einfach mal mit einem großen und langen Dino. Was ist denn ein großer und langer Dino? Ja, sowas wie ein Rex oder ein Giga oder was weiß ich. Mm. Das sind doch die beiden, die am längsten dauern, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Ich bin schon einmal mit dem tatsächlich auch gewachsen, mit dem Sera. Echt? Mhm. Der braucht, glaube ich, auch gar nicht so lange. Der braucht nicht so lange. Ich glaube, der Sera sieht auch ganz niedlich aus, wenn er ausgewachsen ist, ne? Er geht. Okay. Dann ich weiß wir, nicht. Wir machen einen neuen. Ja, da muss ich mich auch noch mal eben... Ja, ich habe gerade einen Berg hier gesucht. Hallo, Berg. Berg. Oh, ist immer noch so hell. Warum ist das so hell bei mir? Und hallo, Bumsi, der Igel. Bumsi. Was, Longosaurus, der längste der Dinos? Schwanzus Longus. Um genau Schwanzus Longus? Oha, sowas gibt's wirklich? Nee. Ach so. Das ist von einem Film. Das Wasser. Ich steuere das Wasser zum Umbringen an, weil ansonsten. Hier, kleiner Dino. Genug. Töte mich. Töte nicht. Das waren doch eigentlich immer die nervigen Dinos, die einen immer gebissen haben. Ja, auch. Das stimmt. Windy haut lassiger raus heute. Ja, guck, er kennt's. Ah, hier ist nur ein Fluss. Auf in den See, wir wollen mal schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Oh, ich habe eine Gruppeneinladung von Zilla. Ich auch. Wer ist Zilla? Wer ist Zilla?
Oder lädt Zilla einfach jeden ein? Komm schon, ja, im Wasser muss doch irgendwo ein Dino sein, der mich essen kann. Oh, bitte lass den See hier tief genug sein zum Schwimmen. Ja, ist er. Okay. Schön ist es hier. Ich meine, die Ausdauer ist ja doch recht lang, ne? Aber. Die Klippe, das ist keine richtige Klippe, Mann. Komm schon, ich will mich doch nur einmal töten im Spiel. Ja, es schwimmt, wie er noch nie in sein Leben geschwommen ist. Oh, jetzt kriegt er Damage. Ah, oh, das ist ja traurig. So. Das ist ja nicht wirklich eine schöne Klippe hier. Nicht wirklich, wo man runterspringen kann. Das ist gar nicht so einfach zu finden. Also ich bin tot. Ja, okay. Ich rutsche jetzt hier im Berg runter. Ich habe mir schon mal was gebrochen. Los, Dino, brich den doch was. Ja, los. Noch mehr. Oh, er ist ganz doll langsam. Jetzt jeder, wie er es am schönsten findet, von den großen langen, oder? Ja, ich kenne beide nicht, deswegen. Ich muss mir die mal angucken, welchen ich hübscher finde als kleiner. Okay. So, hier ist noch ein kleiner Hügel. Ach, das ist der. Okay. Oh, ich glaube den. Ich glaube, ich nehme den hier. Weil der eine hatte da auch so einen schön gemacht. Na komm schon, Dino. Mona ist heute nicht da. Das nächste Mal vielleicht wieder. Vor allem, den muss man ja eigentlich auch wunderschön gestalten, weil den hat man ja eine ganze Weile, außer man stirbt. Ja. Der möchte nicht sterben. Los, noch ein Knochenbruch. Schade. Ich save mir mal ein paar und guck mal, wen ich mich dann wirklich nehme. Ja, ich bin gleich wieder da. Okay. Währenddessen gucke ich mal, ob man die alle mal ein bisschen hübsch machen kann. Leider ist hübsch immer gleichzusetzen mit ich sterbe bald. Das ist natürlich immer ein bisschen schade. Wobei, der sieht trotzdem auch gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ich lieber Giga oder lieber T-Rex nehmen sollte oder lieber einen Pflanzenfresser. Ist echt schwierig. Was gibt es denn noch für große? Der Sucho ist nicht so meins, muss ich sagen. Ich gucke nochmal bei den Pflanzenfressern. Oh, so ein Maya, ne? Aber die Maya, gut, die sind so, Wie sind denn die Paris? Ich habe noch nie wirklich mit Pari gespielt. Aber die sind auch nicht so mega hübsch. Oh, doch, als Kleine sind die schon niedlich. Das sind die kleinen Pferde. Aber Fleischfresser ist schon irgendwie ein bisschen witziger, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie lange der Pachy braucht zum Wachsen.
Oder ich mache ihn ganz schwarz. Aber ich finde, mit viel Weiß sieht das immer voll schön aus. Aber die sterben immer so schnell, weil sie so schnell gesehen werden. Das ist immer so mein Problem. Ja. Bin wieder da erstmal. Erstmal? Ja. Okay, es wird schon wieder Nacht. Ach, du lebst immer noch. Ja. So braun ist auch nicht schlecht, ne? Aber ja, ich bin auch eh noch ein bisschen hier, bis ich mein Dino erstellt habe, von daher. Was? Bumsi der Igel glaubt, dass du sowieso wieder gefressen wirst. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wir werden aber beide gefressen. Ich will nicht gefressen werden. Ich kann mir keinen Knochen mehr brechen. Ich weiß auch nicht. Oh, welche Farbe nehme ich denn? Oder Schrei ist aber schön. Hallo, hört mich irgendein Dino? Die Paris können nicht viel, sind aber gut gegen Dilos. Schreibt Bumsi der Igel. Ich weiß nicht, was du gerade vorhattest. Achso, ich habe überlegt, ob ich mir so ein Pari mache. Achso. Aber das ist ein Pflanzenfresser. Sind das die mit den, dem Horn? Nee, die am Kopf? Die mit dem Kopf so stoßen, ohne Hörner. Achso. Ich will doch nur sterben. Kommt schon. Ich hätte auch irgendeinen See wählen sollen. Ich finde es ja. So, dann gehe ich nochmal hier runter. Los, rutsche. Ja, ja, ja. So sieht ja auch interessant aus, wie ich ihn gesagt habe. Ich bin mit Braun immer nicht so sicher, ob Braun schön ist. Bin nicht so ein Braun-Fan. Ich auch nicht. Aber irgendwie, gut, als Baby, Ja, ich will mich töten lassen, weil wir heute große Dinos aufzüchten wollen, wenn das klappt. Naja, heute, in den nächsten Sessions, oder eher? Ah, in den nächsten Sessions. Ah, es funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Oh, ich glaube, ich lasse ihn so. Das könnte vielleicht auch hübsch sein. Das ist mal ein bisschen was anderes. Safe. Okay, ich habe einen ausgewählt und bin in der Nacht gespawnt. Ja, willkommen in der Nacht. Ja, der Beinbruch ist bald wieder vorbei. Bumsi, danke schön fürs Follow. Oh Gott, das ist so erschrocken, ey. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt auf Twitch. Mein Pech war, dass ich nur einen Fluss in meiner Nähe hatte, sonst hätte ich auch den See gewählt. Schade. Aber das wäre ein sicherer Tod gewesen. Und jetzt laufe ich irgendeinen Berg hoch. Willst du mir trotzdem schon mal eine Einladung schicken, einfach nur, dass ich dich mal sehe? Ach so, ja. Ich komme mir nämlich so super alleine hier vor. Da bist du. Vielleicht bist du ja voll in der Nähe und ich fress dich einfach. Das geht auch. Dann laufe ich trotzdem mal zu dir und wenn ich einen See finde, dann kann ich mich ja währenddessen noch
Ich muss einen Berg runter, also vielleicht sterbe ich vorher auch nochmal. Könnte durchaus sein. Mal gucken. Wenn man einmal sterben möchte, ne, dann geht's auch nicht. Dann ist kein Dino in der Nähe, kein See, nur Berge, die nicht wirklich was bringen. Bald wächst du. Achso, das ist der Himmel. Ich dachte schon, was ist das? Bei mir sind Seen, zwei sogar in der Nähe. Oh. Muss hier leider runter. Auch wenn hier kein Grün ist. Ich muss mein Stream noch ein bisschen dunkler machen. Ist echt hell, finde ich. Hm. Noch ein bisschen drunter. Okay. Ist immer noch so hell. Irgendwie wird das gar nicht dunkler. Verstehe ich gar nicht. Ich meine, man sieht die Nacht dann sehr gut, ne? Also. Ja. Ah, da ist der Fluss wieder. Kann das Stream besser gucken als auf mein Game hier. Ach so. Da ist ja auch irgendwas falsch. Oh, Schlucht. Ach Mist, ich bin direkt hier so richtig auf dem Berg. Oh. Oder sehe ich einen See? Einen Weg runter finden. Komme ich hier runter? Oh, vielleicht komme ich hier runter. Ja, du wirkst extrem weit weg. Echt? Ja, oder? Oh. Bei mir sind irgendwelche Dinos in der Nähe. Hm. Ich glaube, mit so einem kleinen Fleischfresser hat irgendwie nie jemand Erbarmen. Nee. Ich glaube, es ist auch extrem schwer, so ein Groß zu ziehen. Mal gucken. Hm. Weiß nicht, 8 Stunden? Da brauchen wir. Ja, 6 oder 8 Stunden waren das. Ne? Im besten Fall. Ja. Sonst müssen wir mal einen The Isle-Tag machen. 12 Stunden The Isle. Oh ja. Oh, ich habe nächste Woche Urlaub. Dann können wir mal einen längeren Stream machen, einen Tag. Mhm. Man muss die kleinen Viecher töten, solange sie noch klein und wehrlos sind. Ja, ist ja auch eigentlich meine Devise. Aha. Außer, oh nein. Ich habe meine Tastatur genässt. Oh nein. Oh, warte mal, ich muss mal kurz die Tür holen. Ich habe doch ein Tuch hier. Meine so, Nähe-Taste. Ausdauer haben wir schon nicht mehr, das ist okay. Ist ja schade, weil man dann das Fleisch von dem Dino nicht verbrauchen kann, aber naja. Huch! Spiel beenden? Nein. Ich bin jetzt hier. Ach, oder sind das Frösche? Ich glaube, das sind Frösche, die ich jetzt hier höre. So, will man sich einmal was zu trinken machen? Ja, stirb! Gott, das ist schon ein bisschen traurig. Hast du es geschafft? Noch nicht ganz. Er quält sich noch. Oh. Okay, jetzt. So. Ich bin noch mal ganz, ganz kurz weg, aber dann bin ich okay. Da. Moment. Noch funktioniert meine Tastatur. Ich weiß doch gar nicht, wie das mit so einer Tastatur ist.
die überhaupt so anfällig ist für Wasser oder nicht. Ich meine, das war jetzt nur ein Schwupser, aber manche Schwupser sind auch schon ganz schön schwupsteufelswild. Okay, sie ist wieder trocken. Ja, jetzt müsste ich so lange reden, das stimmt. So, ich gieße mir jetzt erstmal weit weg von meiner Tastatur den Rest Wasser ein. So. Jette, hallo. Flauschiges Jette. So, ich könnte mich durchaus mal langsam um was zu essen kümmern. Ich glaube, die haben wieder bestimmt übelst schnell Hunger. Oder die großen, langen, haben die schnell Hunger, Schirso? Stimmt. Ich weiß es nicht. Genau weiß ich es auch nicht. Ja, ich war schon lange nicht mehr live auf Twitch. Das stimmt. Der Aber dafür Giga... auf YouTube. Der Giga braucht wahrscheinlich am allerlängsten, oder? Giga. Ich glaube, der Giga braucht am längsten. Ich höre ein Steak. Ja, eigentlich geht's noch mit dem Hunger, aber ich sorge auch gerne immer mal vor. Wir sind nämlich gerne satt gefressen. So. Oh Gott, sieht er hässlich aus. Ja, so medium, ne? Deswegen war ich mir auch nicht sicher, welchen ich davon nehmen soll. Wobei der Giga sieht klein noch besser aus als der T-Rex. Echt, findest du? Ja, der T-Rex sieht richtig, richtig komisch aus. Ich finde, beide sehen... Ah, es laggt bei mir. Ah, warum laggt es denn? Ja, das erste Giga-Opfer. Geilste Gegend. Ja, ich bin gerade noch am Überleben. Das? Ach, Dirk. Jette, wie geht's dir denn? Wie geht's allen überhaupt so? Shiran, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ein bisschen Hunger. Hm? Husten? Ein bisschen Hunger, ja. Ach, wir haben heute noch nichts gegessen. Ich auch noch Also nicht. Noch kein Abendbrot gegessen, ich zumindest. Ich auch nicht. Ich habe nur ein Stück Brot jetzt eben noch gegessen. Aber ich habe auch gerade nichts da. Deswegen ja, muss ich noch einkaufen. Oh, ich weiß es nicht. Oh nein, ich höre was. Hier läuft irgendjemand so rum. Oh. Bumsi der Igel. Was soll ich nehmen? Den oder den hier? Ich bin gerade echt. Den oder den? Ich glaube, das ist ein Orbo. Oder ein Taco. Hallo, Taco. Bin echt. Echt unschlüssig. Ja, ich habe da auch. Ich habe mir die dann gesaved erstmal und habe so ein bisschen hin und her gemacht. Dann nehme ich den. Ich hätte Lust auf eine Pizza, muss ich sagen. Pizza? Ja. Das wäre jetzt schon was. Ja.
Wir machen es erstmal. Wenn ich die Farbe nicht so. Das passt nicht. Ich bleib dabei. Gut. Ja, ein bisschen Dreck reinigt den Magen. Ist immer gut. Ach ja, es ist Nacht. Ich vergaß. So. Dann schicke ich dir nochmal eine neue Einladung. Hast du schon? Ja, hast du angenommen? Ich habe keine gesehen. Nochmal. Jetzt habe ich von dir eine Einladung. Ja. Ja. Ach, da. Oh, ist der langsam. Was hast du jetzt genommen? Ich glaube auch ein Giga. Okay. Damit wir Schwestern sind. Ja. Oder wie du da. Da ist sie ja, Longustinus. Longustinus. Ich mache mich auf den Weg. Ja, ich mich auch. Es dauert nur 5 Stunden schon allein. Ja. Dann begegnen wir uns schon groß. Wie viele Wachsstuben hat er eigentlich? Müssen wir mal gucken. Sieht ja von hinten sehr niedlich aus, wenn er riecht, ne? Oh, hier ist gleich ein Teich in der Nähe. Da gehe ich mal ein bisschen weg. Oh, der ist richtig lahm, ne? Naja. Ja, der wackelt auch ganz schön, das stimmt. Mhm. Ein bisschen wie so eine Ente. Oh, da höre ich es schreien. Okay, ich höre nichts, dann bin ich weit weg. Oh. Guck, wie majestätisch er schlängelt. Ja, ich sehe schon. Ach ja, so kann man das natürlich auch. Oh. Oh, das klang gerade eher wie ein Pflanzenfresser, oder? Die klingen immer so ein bisschen nasaler. Nasal. Wenn man das umschreiben kann. Nasal. Ein random Stein. Das klang wie ein Bahnhof und es ist ein Akro. Was ist denn ein Akro? Das ist auch ein böser Dino. Den musst du dir aber kaufen. Ganz... Ach so, okay. Ach so. Wie ein Bahnhof. Ja, mal gucken. Ja, wann wir sterben. Wo ist eigentlich Mama Spino? Sie ist online, aber nicht im Spiel. So. Soll ich sie fragen? Wenn du möchtest. Oh, jetzt höre ich einen Uta. Ja, mit so einem Dino braucht man alle Hilfe, die man kriegen kann, ja, ne? Damit man groß wird. Es gibt so Leute auf dem Server, da könnt ihr doch gechillt wachsen. Sollte man meinen, aber die sind hier tatsächlich ein bisschen aggressiver dadurch.
Manche zumindestens. Weil wenn die einen anderen Dino sehen, dann töten die doch ziemlich schnell. Ja, besonders wenn man ein Giga ist. Ja. Aber wir sind friendly Gigas, ja? Also das sieht man auch nicht so häufig. Wir töten nur aus Notwehr und wenn wir Hunger haben. Ja, und aus Notwehr werden wir meistens getötet. Ja. Oh, ich wünschte mir, ich könnte wirklich gut kämpfen hier in diesem Spiel, aber ja, kann ich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, egal, was für ein Dino ich habe. Ist bei dir ein See vor dir irgendwo? Vor mir ist jetzt eine Wand aus Gestein. Okay. Aber ich sehe den See noch nicht. Oh, dann bist du ganz weit weg, weil vor mir ist, also nicht direkt vor mir, aber in der Nähe ist ein See und darüber schwebt dein Name. Oh je. Ah, schön. Es hat schon mal besser geklappt mit den Spawn. Ja. Und doch, jetzt sehe ich einen See. Ah, dann bist du vielleicht doch nicht so weit weg. Ah, komm, Baum. Essen! Mein Hunger ist noch nicht so weit unten, aber egal. Ich nehme alles mit. Sucht einfach abgelegene Orte, wo euch Honig und Brathändel in den Mund fliegen. Ja. Das Paradiso. Ja. Okay. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier gleich irgendwo runterfalle. Ich habe ein Steak. Und ich höre aber einen Fluss. Ja, ich bin schon satt. Na toll. Hier sind aber wirklich auch viele, viele Essenssachen. Ah ja, hier ist ein Fluss. Schnell mal trinken. Komm schon. Ach Gott, ist der laut dabei. Psst. Wir wollen doch nicht auffallen. Nein, ich lasse ihn mal leben. Was? Ja, weil ich satt bin. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier wirklich nur auf Gestein rum. Ja. Ist hier irgendwie Canyon-mäßig Dings? Keine Ahnung. Irgendwo schon. Keine Ahnung, ich muss nur kurz Pause machen. Oh ja, hier ist auch bei mir jetzt auch Gestein. Ja, du bist auch ein ganz schönes Stückchen weiter oben als ich. Muss ich jetzt mal wieder runterkommen, ne? Oder ich hoch. Oder du hoch. Geht die Ausdauer schneller hoch, wenn ich mich hinlege? Ja, ne? Ich dachte ja. Okay. Aber der Name fühlt sich sehr nah an. Sonst muss ich dem Fluss mal runter folgen. Vielleicht bin ich hier falsch. Mal hinlegen. Ist schon anstrengend. Dann gehe ich erstmal wieder die andere Richtung und den Fluss dann runter. Und da! Da geht sie vielleicht doch noch wieder runter.
weiter geht's. Yay. Oh, was zu essen. Komm her. Oh, zweimal was zu essen. Okay. Doch, ich habe noch Hunger. Jetzt nicht mehr. Ich laufe aber auch gerade einen Berg hoch ein bisschen. Ach, Baum. Na, mal gucken, ob ich jetzt hier wieder runterkomme. Es sieht sehr steil aus. Aber wenn Bäume draufstehen, ist vielleicht noch ein gutes Zeichen, dass ich hier irgendwo herunterkomme, oder? Ich weiß nicht, aber es geht immer steiler bei mir. Vielleicht habe ich dich auch gleich gefunden, wer weiß. Ja. Gott. Nee, bei dir ist es noch weiter hoch. Okay. Oh, ich glaube, bist du da vorne? Ich glaube, du bist da vorne. Der Blitz hat irgendwas gezeigt gerade. Oh ja. Yay. Oh, hier komme ich nicht. Gefunden. Hier komme ich nicht weiter. So nah und auch so fern. Ich rutschen. Aber hier kommt man eigentlich ganz gut runter, weil ich bin ja auch hochgekommen. Soll ich's wagen? Ja, du musst nur hier vorsichtig sein. Den kleinen Weg hier runter. Ich fange dich auf. Okay. Okay, geschafft. Okay. Du bist schon größer als ich. Ja, ein paar Minuten bin ich eher gewachsen. Ja, das gejoint. Warte. Muss ich mal hier zur Seite schieben? Ich will das gar nicht. Wo ist denn jetzt schon wieder meine. Hab ich das geschlossen? Ich komme hier mit meinem Twitch-Overlay nicht so ganz zurecht. Wo ist denn das jetzt hin? Keine Ahnung. Ach, da! Lol. Ich wollte mir eigentlich nur den Chat anschauen. Der Bumsi hat eine Prognose. Oh. Wie sieht die aus? Shiro lockt ein Dino an, läuft weg und Windy wird stattdessen gefressen. Okay. Ja, wegrennen kann ich gut. Ah, rutschig. Okay, ich glaube, hier geht's dann schon wieder. Okay. Oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, so einen großen Dino dann am Ende zu spielen. Ich hatte noch nie einen großen Dino. Ja. Groß und lang. Noch hast du ja keinen. Ja, aber die Vorfreude. Oh, und so Dino-Mami kommt nicht. Schade. Wir müssen es allein schaffen. Okay.
nächste Prognose. Werden wir es innerhalb der nächsten Stunde schaffen, zu überleben? Das ist eine gute Frage, ja. Es wäre schön, wenn es aufhören würde zu regnen. Ja. Oder wenn es generell Tag werden würde, das würde auch schon helfen. Ja. Oh, was war das? Hast Butter? Du Geräusche gemacht? Nein. Aber es klang wie kein großer Dino. Nee. Wer ist da? Und können wir was essen davon? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich wollte jetzt Terry Mama kommen, aber euer Struggle zu zweit ist noch besser anzusehen. Oh. Mann. Wir brauchen Hilfe. Wir sind zwei unerfahrene Dinos. Oh, da ist ein Gebüsch. Wollen wir mit dem Gebüsch kurz Pause machen? Ja. Okay. Oh, mein Rücken tut gerade weh. Oh nein. Ja, schön hier. Ja, ne? Mhm. Ich sehe rein gar nichts. Obwohl es wird Tag. Ja. Mhm. Sehr schön. Oh, ich habe mir kurzzeitig auch überlegt, ob ich mich so gestalte wie du dich. Echt? Mhm. Ich habe extra ein bisschen Grün noch mit reingemacht, dass ich nicht so ganz weiß bin. Ich bin heute ein bisschen im Braun unterwegs. Das hatte ich auch überlegt bei denen, aber noch mehr Braun. Das sah eigentlich nicht schlecht aus, aber ich dachte mir, falls ich es wirklich schaffen wollte, größer zu werden, dann ist das ein Problem. Was ist das? Die hat ja irgendwie so ein kleiner Ding. Ja, eigentlich ist jemand. So. KI-Ding. Weiß ich nicht, ob das eine KI ist. Ja. Naja, auf jeden Fall, das sind unsere Farben. Und sie möchte gerne, dass wir sie wie auf einem Laufsteg präsentieren. Hätte ich gerade gesehen, aber nein. Na dann. Also, auf der linken Seite haben wir Dani mit einem schwarz-grün-weißen Dino, ein Giga, um es genau zu sehen. Und sie schlängelt sich von A nach B, rechts nach links und man kommt irgendwie geradeaus und sie sieht sehr elegant aus dabei. Ja. Nun haben wir links jemanden, der nicht genau wusste, was er mit den Farben anstellen sollte. Deswegen wurde daraus schwarz, braun und ein bisschen hell. Und wir sind alle sehr gespannt, was dann rauskommt, wenn wir größer werden, denn wir haben wahrscheinlich beide wieder einen männlichen Dino, weil die einfach schöner sind von der Farbe her. Genau. So sieht's aus. Genau, diesen Sommer sind wir wieder sehr modern unterwegs. Sowas trägt man aktuell als moderner Dino. Das hat aber schon irgendwie... Ich weiß auch nicht, das klingt schon nach Essen irgendwie. Und damit sind wir dann durch mit unserer Fashion-Show, denn wir sind abgelenkt von Futter sammeln. Denn das macht ein trendiger Dino heutzutage auch noch. Es kommt zwar langsam so aus der Mode, aber noch ist es da. Es könnte aber auch ein... Liegt da gerade was oder habe ich schon Halluzinationen? Ich habe nichts gesehen. Was könnte es sein? Ich weiß nicht genau. Oh, da vorne ist einer. Wo? Da vorne? Hier.
Aber es ist, glaube ich, eine KI. Ist doch ein KI-Dings, oder? Ah ja, oh, die sind ätzend. Schaffen wir das? Ja. Also die sind ja nicht schwer oder so, aber wenn sie hinter dir herlaufen, ich glaube, das machen die nicht mehr so wie früher. Also mich haben die bis jetzt auch schön ignoriert. Weil früher war... Oh, ein Haps und die sind weg von denen. Aber da war noch gerade noch irgendwo ein... Da war noch einer. Pumsi sind zückt, das freut mich sehr. Die sind nämlich so richtig ätzend immer hinter einen hergelaufen und haben man dann in den Po gebissen, so dass man sich nicht wehren kann. Ja. Ich sehe es nicht mehr. Na gut. Boah, das Wetter ist natürlich wieder doof, ne? Mhm. Gar nicht so sommermäßig. Nee. Wir können natürlich auch hier irgendwo erstmal ein Versteck suchen, was wir wegen aufgehört hat, und hoffen, dass da was zu essen spawnt. Das können wir gerne machen. Zum Beispiel hier so dazwischen. Hier sieht es doch schön aus, ja. So, dann warten wir ein bisschen. Währenddessen kann ich mein Stream mal noch dunkler stellen. Weil ich gar nicht weiß, ob es überhaupt was bringt. Velo ist gleich, I like big butts and I cannot lie. Okay. Einfach mal eine Spielaufnahme machen. Ja, das dauert wirklich lange, bis hier irgendwie mal ein Fortschritt ist mit dem Dino. Ja. Krass. Naja. Oh. Oh. Also wenn du weglaufen willst oder so, ne, ich folge dir, weil du bist Profi im Weglaufen. Also ich glaube, mit diesem Dino hier kann man nicht wirklich weglaufen. Rechtzeitig flüchten? Vorsorglich flüchten oder so? War der noch weit weg? Weiß nicht. Zwei Stunden bis zum Sub-Adult. Adult. Ja. Okay. Dann wird's knackig. Was passiert denn dann? Ist mir dann schon stark genug, ein Ute aufzuessen? Die Winterbodenschau. Ja. Ja, wir können heute leider nicht so lange spielen. Das nächste Mal wird es hoffentlich länger. Ja, genau. Und siehst du schon was? Siehst du schon einen Feind? Nee, sehen wir noch nicht wirklich was. Ich höre nur so ein Oro in der Nähe. Mhm. Aber wahrscheinlich hört er unter den auf. Wie war das? Wenn wir den nicht sehen können, sieht er uns auch nicht. Aber Essen könnte so eine Sache werden. Hast du schon Hunger? Ich habe schon über die Hälfte Hunger, ja. Oh, bei mir geht's tatsächlich. Komm, Regen, jetzt hör doch mal auf. Mhm. Allerdings können uns dann natürlich auch die Gegner, die uns suchen. Ja. Das
schreit ein Ohr, der möchte gefressen werden. Ja, er schreit die ganze Zeit, fresst mich, fresst mich. Ich bin nur dafür da, um von euch gefressen zu werden. Genau. Der ganze Tag wird verregnet. Wollen wir trotzdem mal weitergehen? Ja. Und da ist so eine Lichtung. Ein bisschen. Ja, so ein bisschen im Gestrüpp. Nicht, dass man uns sofort entdeckt. Nee. Oh, ich sehe nur Schatten. Ja, ich denke mal, da ist was. Da ist auf jeden Fall auch die Uta. Ja. Direkt geradezu, ne? Ja. Willst du da trotzdem bei hingehen? Hä, da kommt das ja bei dir? Ja. Bei mir kommt das aus die Richtung. Also klingt das bei mir. Ich weiß nicht, ich folge dir mal. Oh je, ich kann das doch nicht. Führe uns nur ins Verderben. Das macht nichts. Okay. Die Musik, die ich gerade im Hintergrund so habe, klingt auch sehr verderblich. Ich habe gerade nichts. Ich hatte gehofft, dass der Regen aufhört. Ah, Baum. Immer diese Bäume heutzutage. Ja, furchtbar. Oh, da ist einer. Da vorne ist eins. Töte es. Essen. Aber die sind halt echt nur ein Hub, ne? Ja. Oh, weg. Ah, besser als nichts. Das stimmt, ja. Es hilft zumindest vom Sterben. Vom Hunger. Ja. Ich habe nur gerade mit dem Wenderadius ausprobiert. Wegrennen ist nicht so viel mit dem Dino hier. Hier ist noch, da ist noch einer, da ist noch eins. Jetzt ist ungefähr die Hälfte mein Essen und deins? Ja, 54%. Stand das? Ach hier, 50% habe ich. Oh, guck mal, er wollte Freundschaft schließen. Oh, hat nicht bestimmt da. Jeder einen Happen essen. Meinst du? Oh, hinter uns war gerade noch was. Da war noch eins. Aber es ran. Mein Magen ist zumindest gerade voll. Okay. Ich pass auf. Er kann Freundschaft im Magen schließen. Ja, das denke ich mir auch. Oh, der macht ein bisschen mehr her. Ja, das stimmt. Die jetzt von der Größe nicht unbedingt viel größer waren. Ne? Hier sind auch Ribs, wenn du möchtest. Ich bin voll. Oh, ich hätte jetzt gern auch Ribs. Ja, mit Kartoffelpüree oder so. So schön gegrillt. Oder gebackenen Kartoffeln oder irgendwie. Ja. Tzatziki. Oder Sour Cream oder so. Ja. Ja.
Bei uns gibt's heute Halloumi-Wraps. Okay, wie macht man die? Was ist da drin? Ich kenne die nicht. Da sind glasierte Zwiebeln drin, mit Balsamico-Essig macht man die und Zucker. Dann Halloumis, eingelegt. Halloumi ist ein Käse. Okay. Dieser Grillkäse. Ah, oh, okay. Ja. Und dann kommt da noch Salat rein. Wolltest du nicht vorgehen? Nein. Ich habe so viel Angst. Und das mit Aioli. Ah, okay. Also sehr Knobi-lastig. Ja. Aber Knoblauch ist immer toll. Schmeckt selbst, ja. Also meine Musik ist wieder sehr abenteuerlich. Ich meine, es ist sehr so unheimlich, so als ob was passiert. Oh. Genau, Windy führt wieder an, das finde ich immer gut. Denn wenn was passiert, ist es ihre Schuld. Super. Nein. Eine offene Fläche, schnell weg. Ja, schnell ist hier nicht so. Oh, es hört auf zu regnen. Unglaublich. Ah, sehr gut. Hinten ist ein See. Gut, aber mir geht's ganz gut mit Trinken. Und dir? Mir auch. Okay. Mal sehen, sollte man ja am besten vermeiden. Ja, bis jetzt waren die Flüsse irgendwie immer am besten, ne? Also am sichersten, ja. So. Weil da verteilt man sich's natürlich so schön. Also die Musik beruhigt mich etwas. Bei mir ist jetzt aus. Oh. Jetzt ein bisschen entspannter, wenn sie aus ist und nicht mehr so dramatisch. Ja. Aber hier sind auch schon wieder überall die ganzen Berge, ne? Wenn wir so einen Berg mal umlaufen, dass wir nicht so wieder auf den Bergen kommen. Oh ja. So ein bisschen Waldgebiet hier ist doch schön. Ja. Guck mal, hier ist ein Busch. Ja. Liegen da etwa Rips hoch? Nein, sah nur so aus. Okay, ich dachte schon. Ihr wächst langsam schon so auf Raptor-Größe ran. Yay! Aber Raptoren sind wahrscheinlich trotzdem noch besser. Sind schneller, können springen und haben, ich weiß nicht, Beißkraft. Haben sie dann auch mehr? Möglich. Aber die sind auf jeden Fall schneller. Ja. Das heißt, gegen die haben wir wahrscheinlich trotzdem keine Chance. Nee. Generell gegen nichts. Ja, glaube ich auch. Ja, die schlachten euch in dem Stadium, ja. Uns fehlt halt eine Anführer-Mami oder so, die auf uns aufpasst und für uns die Kämpfe austrägt. Mhm. Eigentlich will ich nur so ein bisschen über den kleinen Hügel rübergehen, dass wir unten wieder runterkommen. Ah, da ist ein Fluss. Okay. Vielleicht, dass wir in der Nähe so vom Fluss bleiben? Ja. Bloß ich glaube nicht so direkt an dem Fluss lang, weil dann tun man sich ja auch Dinge. So in der Nähe. Was ist das? Ist da jemand oder ist das nur ein Baum? Hallo? Solange ihr nicht in die Mitte der Map geht, sollte alles gut sein. Ja, was ist denn die Mitte der Map? Hm. Eine gute Frage. Ich weiß es echt nicht. Auch mal nach hinten schauen, das ist auch mal wichtig.
Sehr entspannt, die Musik. Ich weiß gar nicht, ob die zu hören ist im Stream. Okay, Fluss ist hier zumindest. Können wir ja mal einen Happen Wasser nehmen. Ich bin gerade gar nicht so durstig. Na, ein bisschen geht. Ein bisschen. Vielleicht ist das jetzt unser Todesurteil. Ich hoffe nicht. Das Wäldchen da gegenüber, ne? Das sieht doch auch sehr wohnlich aus. Ja. Ja, synchron trinken. Wenn ihr den Fluss runtergeht, kommt ihr zur Mitte der Map. Ach so. Na, dann laufen wir nicht den Fluss runter. Der endet genau in der Mitte. Ah. Na gut. Dann halten wir uns mal davon fern. Aber da ist jetzt nichts Besonderes, oder? Ich finde, der Wald hier, der sieht aus, als ob es ein Zuhause sein könnte. Oh. In der Nähe vom Wasser. Hier wohnen wir jetzt. Genau hier? Ich weiß nicht, so hier, überall. So. Ja. Hier hat man auch echt eine gute Übersicht eigentlich. Weil Bäume kommen ja auf die großen Dinos nicht so ran. Stimmt. Ich glaube, ich habe den Spot. Komm mit. Meinst du da das Bett hier vorne? Ja. Hier so da direkt zwischen diesen tollen Bäumen hier. Ich kann ja kommentieren, wo Windy euch immer gerade hinführt. Genau. Wenn wir irgendwo in eine gefährliche Area reingehen, dann kannst du gerne Bescheid sagen. Okay. Hier, so, ja. Hier ist das Nachtlager quasi. Ja, aber es wird ja noch nicht Nacht. Nee. Was machen wir denn so lange? Ich weiß nicht. Wir können ja noch ein bisschen umherstreifen. Ich spawn noch mal was zu essen, so einen kleinen Affentappen. Ja. So ein kleiner Nachtsnack. War nicht eben irgendwo ein schöner Platz, wo man sich oben mal hinstellen konnte? Oder hier an der Tanne vielleicht? Na, Medium, ne? Ich glaube, wir sind bald größer als die Tanne. Meinst du? Ja, dauert noch ein bisschen, aber ja. Achso. Wenn ihr den Fluss raufgeht, ist da ein richtig chilliger Ort. Ah ja. Wollen wir das machen? Ja, komm, wir probieren es. Wenn wir sterben, ist es Bumse der Igel schuld. Ja, genau. Endlich hat mal jemand Schuld. Ja. Der nicht mehr in die heißt. Hm. Im respektvollen Abstand zum Fluss. Hm.
Solltet ihr sterben, sage ich bin, ihr hat euch falsch geführt. Stick. Da vorne, ich sehe es. Dann schnapp es. Ich renne in Zeitlupe zu ihm. Komm her, du leckeres, saftiges Steak. Ja, wir haben noch gar nichts drauf. Sogar die KI braucht ewig, bis sie stirbt. Ja. Essen. Oh, der Dino ist so laut, egal was er macht. noch mehr Essen. Da vorne. Ich bin satt. Ich auch. Na super. Okay. Weiß ich, wollen wir den trotzdem töten, damit er keine Dinos anlockt? Mm, können wir auch machen, ja. Das ist eine super Strategie. Psst. Den darfst du gerne töten. Ich versuche meine Jagdtechnik hier irgendwie zu trainieren. Gut, dass er noch nicht wegrennt. Ja, früher sind die auch mal weggerannt, ne? Ja. Gar nicht mehr. Und noch eine Schleife rufen. Bam. Ah, so, können wir vielleicht noch einmal abbeißen? Nur mal probieren. Nur mal kurz. Ja, nur mal kurz probieren. Perfekt. Ja, war auch lecker. War ein guter Jahrgang. Was ist Jagdtechnik? Ja, ne? Also es sah schon sehr gut aus. Ja, ne? Wir müssen ja irgendwie mal ein bisschen üben, was das Kämpfen angeht. Stein. Immer diese Steine. Ja, furchtbar. Da kann man aber auch nicht drüber hüpfen. Nee, sehr schade. Ich hoffe, wir begegnen keinen Dino, der auf dem Weg runter ist. Oh ja. Jetzt wird es aber so langsam wieder Nacht. Ja, die Sonne geht unter. Schaffen wir es noch zu den chilligen Plätzchen? Mal gucken. Vielleicht sind da aber auch Dinos bei den chilligen Plätzchen, weil sie sich denken, ach, der Platz ist chillig. Das ist möglich, ja. Ja. Sieht man schon fast nichts mehr. War doch gerade eben erst Nacht. Ja, irgendwie gefühlt wird das doch sehr, sehr schnell Nacht. Ich auch. Und das ist schon mal ein Wasserfall, ein kleiner. Hm.
Was ist damit der Platz gemeint? Der Wasserfall, meinst du? Mhm. Weiß nicht. Aber der geht schon. Ich muss was. Geht noch weiter. Na, jetzt ist halt schon echt ganz schön dunkel. Ja, ich habe schon lange Nachtsicht an. Ja, ohne Nachtsicht kann man immer ein bisschen weiter schauen, finde ich. Ja. Tja, was machen wir denn nun? Gehen wir noch weiter oder suchen wir uns irgendwie ein Plätzchen? Wir können uns doch erstmal ein Plätzchen suchen. Ein bisschen ausruhen. Perfektes Plätzchen. Ja, eigentlich schon. Ja. Dann nehme ich die Tanne hier, falls man uns entdeckt, dass wir nicht beide einmal geschnappt werden. Ja, schön. Wie sieht das Wachsen aus? Da warte mal. Oha. Oh, danke schön für 26 Monate. Schon so lange. Dankeschön. Das ist echt lang. Ich wünschte, man könnte die Nacht irgendwie skippen. Überschlafen oder so. Ja. Danke. Oh, Bums hat mich fett genannt, weil ich schon eine Tonne wiege. Das ist aber fies. Was? Wie viel wiege ich denn? 918, ha. Frechheit. Ich könnte aber auch tatsächlich was zu trinken vertragen. Ja, so langsam könnte ich auch. Zwar noch nicht doll, aber... Oh, mich hat das schlankes Model genannt, weil ich nur 918 Kilo wiege. Schlankes Model, ey. Ja, mein Dino hält sich an eine strikte Diät. Müssen, glaube ich, nur hier runter, ne? Ja. Was sind denn das hier für Fußspuren? Sind wir das schon? Warst du hier noch? Ist nicht. Kann sein, dass wir das waren. Ich sehe aber keine Fußspuren. Aber ich habe auch nicht gerochen. Deswegen siehst du keine Fußspuren. Ja. Sind wir sicher? Das weiß ich nicht, ob wir sicher sind. Okay. Nur ist es nicht ganz so dramatisch, wenn unser Dino stirbt. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht, nicht mehr zu wachsen. Aber der Krug geht doch auch zu einem See, oder? Oder ist hier Schluss? Ach nee, hier ist der Wasserfall, den sehe ich im Dunkeln nicht mehr. Ah.
hab Angst. Warum? Ich will nicht gefressen werden. Ja, ich auch nicht. Wann kommen wir denn an den chilligen Plätzchen an? Und hier weiß gabelt nicht. Sich das Ganze. Wo gehen wir lang? Um sie, was war denn jetzt hier der? Oh nee, ist keine Gabel. Chillige Ort. Einfach den Fluss folgen, okay. Ich glaube, er führt uns jetzt ins Verderben oder so. Ja, ich glaube auch. Oh Gott. Nein. Kein Beinbruch. Oh, andere Seite geht nicht wirklich, ja? Rutschig. Das waren Dilo eben, ne? Die Dilo sind auch ganz fies, ne? Ja. Sprossi, hallo. Hallo. Und da ist noch ein See. Ja, ich kann das Verderben schon sichern. Mhm. Und hier sind irgendwelche gewesen. Hier sind fünf Spuren. Oh je. In welche Richtung führen die? Weiß nicht. Sind nur die hier gewesen, wenn ich. Hier noch. Keine Ahnung. Ich habe hier keine Fußspuren. Ein seltener Anblick, ja. Vielleicht streame ich öfter auf Twitch. Aber wir haben die letzten Male auf YouTube immer gestreamt. Die Eier. Wir werden dann am Mount Lava Berg ankommen, der Tod vieler Giga-Jungtiere. Das macht uns doch nicht so eine Angst. Was? Gut, viele Giga-Jungtiere. Mhm. Das kommt schon an einen See hier an, ne? Ja, macht er jetzt hier. Ja, wir kommen an den See an hier. Je. Mhm. Hallo, Baum. Ja, See. Okay. Mhm. Was machen wir jetzt? Bei mir ist der See echt aktiv, ne? Ja. Voll der chillige See. Okay. Ich weiß nicht. See ist immer voll gefährlich. Ja. Wollen wir denn irgendwie uns hier ein sicheres Plätzchen suchen und auf Tag warten und gucken uns mal den Ort an? Ja. Wenn man einen sicheren Ort findet. Das ist die Frage, ja. Ja. Weil hier sind zwei Tannen. Hier ist doch gut. Wenn da Dinos sind, dreht nicht. Wenn da Dinos sind, dann dreht um, will nicht, dass ihr sterbt. Ja, mal gucken. So, wie lange dauert jetzt noch die Nacht? Wetten, es dauert lange. Ja, ich glaube es auch, weil die Nacht ist immer lang. Viel zu lang. Es ist gerade mal 21 Uhr in diesem Spiel. Oh mein Gott, 21 Uhr. Ja, die haben die Nacht echt viel zu lang gemacht, finde ich. Ja, es reicht doch nur kurz. Mhm. 3 Jahre Nacht und 10 Minuten Tag, genau. Naja. Ja. 70% Essen, immerhin 81 Durst. Ja, schön. Sonst können wir auch jetzt
Stopp machen sozusagen und dann gucken wir uns das nächste Mal den Ort an. Ja, meinst du? Ja, ich glaube, das dauert jetzt zu lange. Den sehen wir heute nicht mehr. Ja, die Nacht ist halt echt unglaublich lang, ne? Ja. Das stimmt. Und ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Ich glaube, ich werde mir eine Pizza heute kaufen. Oh. Und mir noch einen Auflauf, also einen Gemüseauflauf für morgen für die Arbeit kochen. Ui. Ja, weil da muss es wieder gesund geben, nachdem ich so viel Ungesundes gegessen habe. Das klingt gut. Mhm. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, es war ein recht kurzer Stream heute, aber besser muss heute leider so sein. Gar nicht. Ja, genau. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ja, und wir haben einen neuen Tino. Der noch lebt. Genau. Oh mein Gott. Der noch lebt. Psst. Noch. Oh ja. Ja. Holzklopfen. Ja, das nächste Mal ist für, hoffentlich länger. Genau. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja. Danke fürs Zuschauen. Zuschauen, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.